Hallo, in dem heutigen Video geht es um das Thema mobiles Lernen und Unterweisen. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Rienhofer und ich bin Geschäftsführer der Innovativ. Bei der Innovativ betreiben wir die E-Learning-Plattform Spedifort, die sicherlich im deutschsprachigen Raum im Bereich Spedition und Logistik einer der, wenn nicht die größte Plattform ist, auch vor allem für das Thema mobiles Lernen und Unterweisen. Bevor wir zum Inhalt kommen, möchte ich noch virtuell Grüße raussenden an die Fachspedition Fels. Wir fragen immer in unseren sozialen Medien nach Themen, welche wir hier auf YouTube oder auf unseren anderen Kanal auf LinkedIn bringen können. Und auch das heutige Thema ist eine Publikumsfrage. Und wenn wir auf Social Media unterwegs sind, fallen uns immer andere Speditionen auf. Wie unter anderem die Fachspedition Fels. Hiermit gehen virtuelle Grüße raus. Hinterlässt vielleicht ein Like oder gefällt mir. Es ist immer schön, wenn man quasi belohnt wird, wenn man da auch Social Media mäßig etwas aussieht. Zum Thema mobiles Lernen und Unterweisen. Ein paar von unseren Zuschauern kennen meine Geschichte. Ich war früher Speditionsleiter und habe Quereinsteiger auch fit für unsere Speditionsbranche gemacht. Und meine Frau hat sich eines Abends eine App runtergeladen, eine Fitness-App, so ich mache dich schlank in 12 Wochen, so nach dem Motto. Übrigens, sie war schon schlank, aber das ist ein anderes Thema. Und da habe ich zu ihr gesagt, das wäre toll, wenn es so ein 12-Wochen-Programm online geben würde für Quereinsteiger in der Speditionsbranche. Also das war eine Fitness-App. Sie hat sich die im Wohnzimmer auf ihrem iPhone heruntergeladen. Die hat ihr gefallen. Dann ist sie hoch ins Schlafzimmer und hat die auf dem iPad geöffnet, weil dann der Display größer war. Und das war der Startschuss für Spedifort. Also das Thema war nie, ich möchte eine E-Learning-Plattform gründen, sondern ich möchte so eine App, wie sie meine Frau an dem Sonntagabend heruntergeladen hat, und sie startet die auf ihrem iPhone und macht die auf ihrem iPad weiter. Und da das quasi der Startschuss war, ist auch das meiner Meinung nach der Grund für unseren Erfolg, da wir nie alte Muster im E-Learning aufgesucht haben, sondern immer geschaut haben, okay, wie können wir dieses Wissen aus der Fitnessbranche oder was da gut funktioniert hat, in die Speditionsbranche transformieren. Ein Problem, was es nämlich ganz oft gibt in dem Bereich E-Learning, sind Zwischengrößen. Auf dem Desktop hat man eigentlich nie ein Problem, egal ob das jetzt ein 27 Zoll Bildschirm ist oder ein 22 Zoll Bildschirm, das funktioniert recht gut. Einige gehen mittlerweile schon auf Standardgrößen wie ein iPad oder ein Android-Gerät. Hier hat man schon das Problem von verschiedenen Displaygrößen und vor allem mit diesen Weiter- und Zurückschaltflächen, die mir nicht so gut gefallen, sind die dann oft gar nicht mehr im Bild. Schwierig wird das Ganze dann auch bei Zwischengrößen wie ein iPad Pro. Okay, der typische Fahrer hat kein iPad Pro, was aber der Fahrer vielleicht doch hat, das ist hier sowas wie ein Navi-Gerät. In dem Fall ist es jetzt ein TomTom, gibt es aber auch von Fleetboard, gibt es auch von Trimble, Spedium-Geräte, die laufen auch überwiegend auf Android. Also, was ich sagen will, mit Zwischengrößen hat man hier sehr oft ein Problem. Dieses Problem haben wir zum Glück nicht, aber der Grund dafür ist die Geschichte. Das andere, was beim mobilen Lernen sehr, sehr wichtig ist, ist auch, dass man den Inhalt offline verfügbar machen kann. Vor allem, wenn ich jetzt hier im Bereich Videokurse unterwegs bin, dann hat ein Kurs gleich mal 200 Megabyte, 300 Megabyte. Und bei uns in der App kann man den Kurs sich herunterladen und dann hat man den offline auf dem Gerät zur Verfügung und dann kann man wieder in den Online-Modus zurückstellen, um die Statistik quasi an die Plattform zurückzuspielen. Das ist vor allem bei digitalen Fahrerhandbüchern. Beim Thema Unterweisen verzichten wir bewusst sehr viel auf Videos. Also ich bin ein sehr großer Fan von Videos, um das ganze Thema aufzulockern. Vor allem auch im kaufmännischen Bereich, aber beim Thema Sicherheitsunterweisungen bin ich Fan von interaktiven Schaltflächen, die man umdrehen muss, um auch den Lernfortschritt quasi abzubilden, dass man auch die User-Interaktion hat, aber nicht so viel Videos, nicht so viel Ton. Das hat den Grund, dass bei uns eine Sicherheitsunterweisung
zwischen 4 und 6 MB hat. Also das wäre sogar von der Größe her in einer E-Mail verschickbar. Weil wenn ich jetzt in Frankreich am Rastplatz bin und dann nicht in meinem deutschen Netz oder wenn ich aus Österreich komme, aus dem österreichischen Netz, habe ich auch das Thema Roaming und mache mir da Probleme, die ich sonst nicht hätte. Das Thema Datenvolumen wird sich sicher mit der Zeit mit Europa-SIM-Karten erledigen. Aber Fakt ist, wir reden ja mit dem Thema E-Learning und Unterweisungen in Speditionen nicht von der Zukunft, sondern von dem, was bei uns Kunden jetzt schon tagtäglich machen. Also, zusammenfassen. Was ist wichtig? Wichtig ist, dass es geräteübergreifend funktioniert. Auch wenn Sie jetzt derzeit den kompletten Fuhrpark auf diesen Samsung-Geräten zum Beispiel oder auf diesen Galaxy Active Tabs haben, kann es sein, dass Sie irgendwann mal Geräte tauschen, weil die außerhalb der Garantie sind. Dann haben Sie eine neue Version mit einem größeren Bildschirm. Deswegen ist es wichtig, dass sich das E-Learning-System oder das Unterweisungssystem exakt an die Bildschirmgröße anpasst und nicht einfach, okay, das passt jetzt für diese Generation. Das andere ist auch, wenn das gewollt ist, dass man auch Kurse offline verfügbar machen kann. Wir werden das sehr oft gefragt. In der Angebotsphase, in der Praxis haben wir gemerkt, dass das jetzt nicht so oft verwendet wird. Was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Datenvolumen. Wir schauen bei unseren Kursen, wer ist die Zielgruppe für den Kurs. Wenn es jetzt, sag ich mal, ein Auszubildender ist, der in der Spedition sich informiert über LKW-Typen, dann schmeißen wir sehr viel gern gute und hochqualitative, also in HD, Videos da mit auf die Plattform, aber das hat natürlich dann Auswirkungen auf das Datenvolumen. Bei Sicherheitsunterweisungen, die den Fahrer betreffen oder den Lagerarbeiter betreffen, achten wir hier, dass die Unterweisungen von der Größe her sehr, sehr schlank sind. Ich hoffe, ich habe diese Frage hiermit gut beantworten können. Wenn Ihnen das ein bisschen weitergeholfen hat, dann liken Sie vielleicht dieses Video oder teilen Sie es. Vielleicht auch abonnieren Sie unseren Kanal. Mich würde es freuen, wenn ich Sie einmal auch in live oder telefonisch kennenlernen dürfte. In der Beschreibung finden Sie Kontaktmöglichkeiten, wenn Sie das Thema weiter interessiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Andreas Rinhofer.